Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskunst, bewusstes, autarkes und freies Leben. In diesem Video geht es heute um die zwei Varianten, krank zu werden, unabhängig von den biologischen Konflikten, die empfunden werden und ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm starten. Denn die neue Medizin selbst schließt ja hierbei Verletzungen, das heißt auch Unfälle und Vergiftungen aus. Das sind genau die zwei Möglichkeiten, die es zusätzlich gibt, die unabhängig von einem biologischen Konflikt den Körper letztlich verändern. Heute soll es mal darum gehen, wie häufig passiert das denn? Und wie häufig denkt der Mensch oder letztlich natürlich auch der Alternativmediziner oder gar der Schulmediziner, dass es sich hierbei zum Beispiel um Vergiftungen handelt. Wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, habe ich früher sehr viele Videos zum Thema Entgiftung, Ausleitung gemacht. Das heißt, ich habe verschiedenste Videos zunächst einmal so aufgebaut, dass ich erklärt habe, dass wenn man zum Beispiel eine Langzeitvergiftung mit Quecksilber hat, dass es dann zu den und den Symptomen kommt. Und dass man hierbei folgende Möglichkeiten hat, das Ganze auszuleiten. Man kann das Ganze in Anführungsstrichen medikamentös ausleiten, man kann es aber auch pflanzlich ausleiten. Das eine geht schneller, das andere weniger schnell, das eine hat starke Nebenwirkungen zum Teil, das andere wiederum nicht. Und so bin ich Stück für Stück die Giftstoffe durchgegangen, die am häufigsten tatsächlich auch bei Testungen zu finden sind. Beispielsweise auch Blei oder das ganz große Thema Glyphosat. Jetzt ist es so, dass ich natürlich auch dahingehend immer wieder auch beobachte, dass unter den Kommentaren immer wieder auch von Vergiftungen bzw. von Langzeitschäden die Rede ist, wenn man eben immer wieder mit verschiedenen Giftstoffen in Berührung kommt. Da wird beispielsweise auch sehr häufig das Thema Fluorid angesprochen. Und dann wird aber argumentiert, dass das ja eine weitere Möglichkeit ist, die man nicht ausschließen sollte. Zumal ja die neue Medizin genau das letztlich ausschließt, weil es eine weitere Variante oder Möglichkeit darstellt, krank zu werden. Aber wie häufig kommt das vor? Und hat das eine mit dem anderen vielleicht etwas zu tun? In Bezug auf Gifte definitiv nicht, aber in Bezug auf Unfälle, Verletzungen. Denn viele denken tatsächlich, es ist ein Zufall, wenn ich mich verletze. Was heißt es überhaupt, sich zu verletzen? Es ist so, dass Strukturen, die so gesehen für den Menschen in seinem Ich-Bewusstsein plötzlich kaputt gehen, zerstört werden, dass das etwas ist, was mit einer Situation unabhängig von irgendwelchen biologischen Konflikten abgelaufen ist. Zum Beispiel eben durch einen Unfall. Jetzt stelle ich dir die Frage, hast du schon mal eine Verletzung durch einen Unfall gehabt? In den meisten Fällen kommt hier vielleicht der klassische Meniskusriss, Kreuzbandriss beim Skifahren. Das ist so der Klassiker unter denen, die Skifahren. Oder beispielsweise, wenn sie eine Vereinssportart haben, eine ganz spezifische Verletzung, die auch entsprechend dem Sport zugeordnet wird. Da wird dann immer auch argumentiert, wie ich das früher übrigens auch gemacht habe, dass zum Beispiel Übertraining zu einer gewissen Verletzungsanfälligkeit führt. Oder dass nicht das Dehnen immer wieder erst nach der Aktivität gemacht werden sollte, sondern zum Beispiel auch davor und regelmäßig. Dass man damit auch eine gewisse Prävention betreiben kann, um letztlich Verletzungen, die eben zum Teil typisch sind für gewisse Sportarten, zu vermeiden. Es ist aber in Wirklichkeit so, dass sehr viele Verletzungen, außer wir sprechen von einem schweren Trauma,
tatsächlich dennoch bedingt sind durch biologische Konflikte. Nehmen wir zum Beispiel mal den Meniskusriss. Wenn wir uns 100 Menschen anschauen, die Pi mal Daumen auf demselben sportlichen Niveau sind oder eben auch auf demselben physischen Niveau, dann ist es so, dass wenn 100 Menschen einen Unfall haben, sei es, dass sie beispielsweise beim Skifahren stürzen oder dass sie beim Fußball beispielsweise innerhalb eines Fouls verwickelt sind, dass von diesen 100 Menschen vielleicht 10, vielleicht 15 dann wirklich einen Meniskusriss bekommen. Die anderen 90, 85 werden eine Zerrung, eine Verletzung, vielleicht eine Bandüberdehnung haben der jeweiligen Kreuzbänder. Warum ist das so? Wenn doch letztlich das Trauma an sich die Verletzung verursacht oder zumindest zu einem ganz, ganz großen Teil beiwirkt, dass es zur Verletzung kommt. Das liegt daran, weil die Struktur erst immer im Nachhinein bildgebend betrachtet wird. Deshalb wird dieser massive Zusammenhang, der auch für Sportphysiotherapeuten, für generell Sportärzte und Allgemeinmediziner völlig klar ist, ist aber nicht so klar, wie das eben scheint. Denn die Struktur, die war zuvor vielleicht gar nicht in dem Ausmaß aufgebaut, wie man selbst davon ausgehen hätte können. Deswegen sage ich, wenn man hier 100 Menschen nimmt, die physisch die gleichen Voraussetzungen haben, dann wird es nur wenige geben, die tatsächlich eine entsprechende Problematik, Verletzung durch ein Trauma entwickeln. Weil diese Menschen in den allermeisten Fällen tatsächlich keinen Selbstwerteinbruchskonflikt erlebt haben, beziehungsweise diesen nicht immer wiederkehrend erleben. Es ist zwar so, dass ein Selbstwerteinbruchskonflikt, jetzt in dem Fall ein Unsportlichkeits-Selbstwerteinbruchskonflikt in Bezug auf das Knie, in einer immer wiederkehrenden Heilungsphase die Strukturen verstärkt und somit mehr Stabilität und Sicherheit im Bereich des Knies dann auch zu finden ist. Jedoch ist es so, dass natürlich auch eine entsprechende konfliktaktive Phase und beispielsweise auch hängende Konfliktaktivität immer im Zellabbau verweilen bleibt. Und genau in dieser Phase ist es natürlich rein von der Struktur und der Menge der Struktur her viel, viel wahrscheinlicher, dass es zu einer Verletzung kommt. Wenn jemand in einer konfliktaktiven Phase eines Selbstwerteinbruchskonflikts, zum Beispiel in Bezug auf das Knie oder in Bezug auf die Schulter oder in Bezug auf das Sprunggelenk, diesen Zustand hat, dann wird er, wenn er in Anführungsstrichen das gleiche Trauma, den gleichen Unfall erlebt wie jemand anders, viel wahrscheinlicher eine entsprechende Verletzung erleben, während jemand anders das eben nicht hat bzw. nicht erlebt, weil die Struktur von vornherein her geschwächt ist. Denn es passiert ja innerhalb einer konfliktaktiven Phase, in der Zellabbau stattfindet. Und wenn man hierbei beispielsweise rigoros einfach mal CTs anfertigen würde, bei den Menschen, das kann man sowohl im Profisport als auch im, sage ich mal, Amateur bzw. Privatsport machen, würde man feststellen, dass wenn die Schwere des Traumas, die Schwere des Unfalls nicht erheblich ist, jedoch es zu entsprechenden extremen Verletzungen kommt, die Menschen allesamt nicht nur das erste Mal, sondern oft sehr oft wiederkehrend in einer konfliktaktiven Phase eines Selbstwerteinbruchskonfliktes sind. Und genau das erklärt dann auch, warum eben es so unterschiedlich ist. Sodass man natürlich davon ausgehen kann, wenn man das nicht weiß, dass es zufällig geschieht,
Das heißt, der eine fährt Ski und stürzt und hat dann halt einen Meniskusriss, einen Kreuzbandriss. Und jemand anders fährt Ski, stürzt und hat das eben nicht. Weil der eine hatte Glück, der andere hatte Pech. Das hat eben aber nichts mit Glück oder Pech zu tun, sondern es hat grundsätzlich damit etwas zu tun, wie die Struktur zuvor aussieht, wie sie gebaut ist, wie oft die Struktur schon ab- und angebaut wurde. Und das ist genau das, was dann erst im Nachhinein sich angeschaut wird, sodass gar kein Vergleich bestehend ist zu der Struktur vor dem Unfall, vor der Verletzung. Und deshalb ist es auch so, dass die ganzen Verletzungen, die ausgeschlossen werden durch einen biologischen Konflikt, das heißt unabhängig davon geschehen können, tatsächlich unabhängig geschehen, aber dennoch sind biologische Konflikte daran beteiligt, dass es wahrscheinlichkeitstechnisch natürlich zu einer Verletzung kommt oder eben auch nicht. Sodass natürlich jemand, der immer wiederkehrende Selbstwerteinbruchskonflikte hat und sich dann auch entsprechend immer wieder in einer konfliktaktiven Phase befindet, dass der sich viel häufiger verletzt als jemand, der das eben nicht erlebt. Und im Profisport ist das beispielsweise sehr häufig zu sehen. Es gibt da Sportler in allen möglichen Sportarten, die immer wiederkehrend dieselbe Verletzung haben oder zumindest derselbe Bereich betroffen ist. Das ist natürlich kein Zufall. Das liegt auch nicht daran, dass er falsch trainiert. Es liegt nicht daran, dass er zu wenig Muskelmasse hat. Es liegt auch nicht daran, dass er zu schlechtes Binde- bzw. Fasziengewebe hat. Sondern es liegt einfach daran, dass derjenige entweder tatsächlich einen biologischen Konflikt in hängender Heilung hat, was er dann letztlich auch zu entsprechenden Beschwerden führt, oder aber, dass derjenige das immer wieder erlebt und dann eben auch immer wieder in einer konfliktaktiven Phase, in der die Struktur weit abgebaut wurde, immer eine Verletzung stattfindet oder zumindest sehr, sehr oft, sodass gerade nach der Reha dann entsprechend die Verletzungen häufig immer wiederkehrend sind. Was auch unter Umständen damit zu tun hat, dass eben Profisportler ein wenig anders behandelt werden. Denn sie bekommen in allen Fällen, wenn es sich um Profisport handelt, auch immer noch etwas zusätzlich, was das Gewebe wieder aufbauen soll. Und hier erleben wir dann auch ein Phänomen, das richtet sich eben sehr spezifisch dann im Bereich des Profisports an die Menschen, dass dann eben übermäßig Gewebe aufgebaut wird. Dadurch, dass die Menschen sich meistens dann eben auch in einer Heilungsphase befinden oder der Konflikt weiterhin aktiv ist, verändert sich das Gewebe natürlich unnatürlich. Bedeutet, wenn ich in einer Heilungsphase entsprechende Mittelchen nehme, die eben das veranlassen, dass Gewebe wächst, dann wird natürlich noch mehr Gewebe wachsen. Wenn ich das Ganze in einer konfliktaktiven Phase mache, habe ich dadurch die Möglichkeit, tatsächlich deutlich schneller zu regenerieren. Aber diese Regeneration, die ist natürlich nicht dieselbe, wie wenn das der Körper alleine macht. Und so sieht man dann natürlich bei einigen Menschen immer wiederkehrend dieselben Probleme, immer wieder auch tatsächlich den Totalausfall, trotz Operation, trotz langer Reha, trotz langem Ausfall. Und es wird immer wieder auch darauf geschoben, dass das Trainingsniveau dann einfach noch zu niedrig ist, dass man zu früh angefangen hat, wieder voll in den Leistungsbereich einzusteigen und so weiter und so fort. Das ist alles wirklich Quatsch. Das wissen oft dann natürlich auch die Therapeuten und die Sportmediziner nicht. Sie versuchen natürlich mit ihrem besten Wissen und Gewissen daran zu gehen, versuchen aber nicht tatsächlich mal, sich damit auseinanderzusetzen, was denn wirklich im Körper in Bezug auf das Gewebe passiert. Warum sich das denn auch immer wiederkehrend verändert. Das ist, wie gesagt, ein ganz anderes Thema. Da könnte man auch eine riesen Videoreihe nur über das Thema Profisport machen, was da wie gemacht wird und was natürlich auch oft sehr kontraindiziert ist. Aber kommen wir mal zum Thema Vergiftungen. Wie häufig erleben Menschen, ich sage jetzt mal im Bereich Europa, Vergiftungen? Ich würde behaupten, es sind weniger als 1%. Natürlich ist es so, dass der Mensch mit einer entsprechenden Umweltbelastung zu kämpfen hat. Das ist völlig außer Frage.
Jedoch muss man sich immer die Frage stellen, kann der Körper es alleine? Und da ist es so, dass es manche Stoffe gibt, bei denen der Körper das definitiv alleine kann. Und es gibt Stoffe, bei denen kann der Körper das nicht, weil ihm so gesehen zusätzlich erstens die Eigenschaft genommen wird, das alleine zu können, weil dann eben oft zum Beispiel die Leber oder die Nieren gar nicht mehr in der Lage sind, erstens die Menge und zweitens das, was so gesehen so fremd für den Körper ist, wieder abzubauen. Deshalb ist es natürlich auch sinnvoll, immer mal wieder zu schauen, was passiert denn, wenn ich entgifte? Was passiert, wenn ich ausleite? Dennoch ist es so, dass hierbei oft etwas zusammengewürfelt wird, was einfach nichts mit den Toxinen, mit den Giftstoffen an sich zu tun hat. Und warum das so geschieht, ist ganz einfach. Wenn sich jemand damit auseinandersetzt, wenn sich jemand informiert, dann wird er sehr häufig feststellen, dass er Symptome wiederfindet. Zum Beispiel der Klassiker bei einer Quecksilbervergiftung. Wenn ihr euch mal durchlest, was da passieren kann in Bezug auf die Symptome, dann kann da sehr viel passieren. Und da sind wir wieder bei einem Thema. Denn wenn ich eine entsprechende Symptomatik habe, dann ist diese Symptomatik, auch wenn es scheinbar durch Vergiftungen geschieht, immer Stück für Stück, Symptom für Symptom zu sehen. Denn es ist nicht so, dass ein Stoff 30.000 unterschiedliche Symptome macht, um das jetzt hier mal ganz bewusst zu übertreiben. Es gibt entsprechende Symptome. Diese Symptome können dann aber den entsprechenden Organen zugeordnet werden, die mit diesem Stoff letztlich dann auch im Körper selbst zu tun haben. Und deshalb ist es auch so, und da stelle ich jetzt tatsächlich mal eine Hypothese auf, dass die ganzen Nebenwirkungen oder nennen wir es Symptome von entsprechenden Giftstoffen oft sehr fehlerhaft sind. Wenn ihr einmal verschiedenste Giftstoffe googelt und schaut, was diese für Symptome machen, dann werdet ihr feststellen, wie gerade schon gesagt, es gibt unzählige Symptome. Diese unzähligen Symptome haben aber aus meiner Sicht, das werde ich auch gleich erklären, nicht unbedingt etwas mit dem Giftstoff zu tun. Nehmen wir mal den klassischen Schwindel. Du kommst eines Morgens in die Situation, dass du bemerkst, dir ist schwindelig. Und im ersten Moment denkst du dir, vielleicht ist das der Kreislauf. Und wenn du dann etwas trinkst, etwas isst und der Kreislauf sich vielleicht in deiner Wahrnehmung stabilisiert hat, der Schwindel aber dennoch da ist, dann denkst du dir, vielleicht habe ich zu wenig geschlafen, vielleicht habe ich gerade irgendwie Stress, der mich in diesen Zustand bringt. Du machst dir aber erstmal noch keine Gedanken, wenn du das erste Mal mit Schwindel in Berührung gekommen bist. Jetzt ist es so, dass du dann aber die nächsten 2-3 Wochen Schwindel hast. Und du fängst an zu recherchieren. Und du fängst an zu schauen, was könnte es sein. Du findest im Bereich des Hals-Nasen-Ohrenarztes eine entsprechende Empfehlung, sich da mal durchchecken zu lassen. Das heißt, du gehst dahin, lässt dich durchchecken, er findet nichts. Dann als nächstes wirst du beim Allgemeinmediziner vorstellig. Der sagt dir dann, ja, das kann der Kreislauf sein, das könnte vielleicht mit dem Blut zusammenhängen, schauen wir uns doch mal ein Blutbild an, da wird dann auch nichts gefunden und so weiter. Das ist ein ganz, ganz klassischer Fall. Dann geht es weiter zum Orthopäden. Der Orthopäde guckt sich das auch an, der guckt sich entsprechend die Wirbelsäule an und sagt dann, ja, also da sieht man zwar schon entsprechende Verschleißerscheinungen, Arthrose oder beispielsweise auch dann entsprechende Verletzungen, die vielleicht dann mal irgendwo jetzt in der Entzündung sich wieder zeigen, zum Beispiel dann eben im Bereich der Halswirbelsäule oder im Bereich der Brustwirbelsäule. Dann gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, was dann der Orthopäde sagen kann. De facto wird er aber in den allermeisten Fällen gar nichts finden. Außer den klassischen Verschleiß. Und dann wird er sagen, das ist für ihr Alter normal. Dementsprechend kann das daher nicht kommen. Als nächstes wirst du dann vorstellig beim Augenarzt. Und der Augenarzt, der macht dann mehrere Tests mit dir und
Der stellt dann fest, dass du eben ganz normale, gesunde Augen hast. Du hast vielleicht eine Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit, aber das hat ja mit dem Schwindel nichts zu tun. Du hast ja zum Beispiel auch keine Doppelbilder. So, und dann stehst du da und dann fängst du an, weiter zu recherchieren, unabhängig von der Schulmedizin. Und dann stellst du fest, dass es Giftstoffe gibt, die Schwindel verursachen können. Und du hast aber nicht nur Schwindel, sondern der Schwindel kam jetzt gerade dazu. Du hast beispielsweise sogenannte Knochenschmerzen. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon so seit 1-2 Jahren. Und du hast vielleicht auch noch Nervenschmerzen. Und du bemerkst auch immer wieder, dass du vielleicht auch einen Darm hast, der nicht ganz so gesund ist, aus deiner Sichtweise. Und dann bemerkst du auf einmal, wenn du zum Beispiel dir anschaust, was Quecksilber für Symptome macht, dass du da ja schon einiges abdeckst. Jetzt stelle ich dir die Frage, hat das etwas mit dem Quecksilber zu tun? Kommt der Schwindel vom Quecksilber? Kommt das Problem im Darm vom Quecksilber? Kommt vielleicht auch alles andere vom Quecksilber? Natürlich nicht. Denn es ist so, dass natürlich Symptome da sind durch entsprechende Vergiftungen. Aber es wird oft so zusammengewürfelt, dass es verschiedenste biologische Konflikte sind, die entweder in der Heilungsphase sind oder wie beispielsweise der Schwindel in der konfliktaktiven Phase. Das wird dann zusammen vermischt. Es wird die sogenannte Kausalität dazu aufgebaut. Und dann ist für dich und für den Alternativmediziner klar, hierbei muss es sich um eine Quecksilbervergiftung handeln. Dann wird ein Test gemacht, da wird dann festgestellt, du hast massiv Quecksilber im Blut. Okay, dann muss da ja auch was dran sein. Du entgiftest, das heißt, du hast dann entsprechende medikamentöse oder eine pflanzliche Ausleitung. Und du bemerkst aber nicht wirklich, dass es dir besser geht. Du machst das Ganze 3-4 Monate und du stellst immer noch fest, dass der Schwindel immer noch da ist, dass es deinem Darm nicht so gut geht, dass du vielleicht auch noch viele andere weitere Symptome beibehalten hast. Und dann probierst du das Ganze vielleicht nochmal und denkst dir, vielleicht lag es an der entsprechenden Dosierung, vielleicht lag es auch an dem Mediziner, der das mit dir gemacht hat, und du probierst es nochmal. Und dann hast du vielleicht zum ersten Mal einen Erfolg. Und dann ist für dich klar, da muss es einen massiven Zusammenhang geben. Und nicht nur einen Zusammenhang. Das ist die Ursache. Das ist der Grund dafür. Aber nur, weil du jetzt das zweite Mal entgiftest und weil dir jetzt vielleicht ein Symptom oder zwei Symptome wegfallen, heißt das noch lange nicht, dass das durch die Ausleitung, durch die Entgiftung passiert ist. Weil letztlich alles, was du tust, einen Einfluss hat auf das, was du denkst, auf das, was du bist. Und in der gesamten Zeit wird sich ja auch einiges bei dir verändern. Situationen verändern sich. Vielleicht verändert sich auch deine innere Einstellung zu verschiedenen Themen. Das ist aber nicht das, auf was du den Fokus legst, sondern du legst den Fokus auf die Entgiftung. Und wenn du die Entgiftung anfängst und es wird dadurch besser, es verschwindet dadurch, dann sagst du zum Schluss, durch die Entgiftung geht es mir jetzt besser. Durch die Entgiftung bin ich jetzt schwindelfrei. Es ist aber so, dass wenn du jetzt nochmal 1-2 Jahre wartest, dann wird in den allermeisten Fällen der Schwindel wieder zurückkommen. Warum? Weil der Schwindel kein Symptom, keine Nebenwirkung einer Quecksilbervergiftung in dem Fall ist, sondern dass das Ganze ein separater Fall-Gleichgewichtskonflikt ist, der in der konfliktaktiven Phase zum Schwindel führt. Und dadurch, dass du vielleicht jetzt die Situation verlassen hast, das heißt, unabhängig von der Entgiftung, du in eine gelöste Phase gekommen bist und demnach keinen Schwindel mehr hast, wirst du aber, weil du nur die Situation verlassen hast, vielleicht immer mal wieder in diese Situation kommen, wirst dann dementsprechend in der konfliktaktiven Phase auch immer wieder Schwindel haben. Ich hoffe, dieses ausführliche Beispiel kannst du auf alle anderen Symptome in Bezug auf Vergiftungen übertragen. Denn das kann man jetzt noch mit allen möglichen Symptomen machen. Überleg dir mal wirklich, ob es tatsächlich der Giftstoff ist oder ob es eine grundsätzliche Veränderung in deinem Leben ist. Das Gleiche lässt sich übrigens bei einer Ernährungsumstellung beobachten, wo ja immer ganz viele Menschen schreiben,
durch eine Veränderung der Ernährung geht es mir jetzt so und so und so. Und in den allermeisten Fällen besser. Aber du kümmerst dich endlich mal um dich in dieser Zeit, in der du dich mit der Ernährung beschäftigst, weil du beschäftigst dich ja übertragen gesehen mit dir selbst. Du überlegst, was hast du zuvor gegessen? Was möchtest du jetzt essen? Du bist es dir auf einmal wert, deine Ernährung umzustellen, vielleicht sogar mehr Geld dafür auszugeben. Das heißt, unbewusst passiert da ganz, ganz viel. Aber du denkst, dass an der Oberfläche sich nur die Ernährung verändert. Und vor allem ist ein ganz, ganz großer Punkt, um noch abschließend auf die Vergiftungen einzugehen. Natürlich gibt es Vergiftungen. Aber, und das ist ein ganz, ganz großes Aber, in den allermeisten Fällen sind geringste Mengen oder auch etwas größere Mengen völlig unbedenklich für den Körper, weil der Körper damit fertig wird. Es gibt nur in Situationen, in denen tatsächlich eine massive Exposition da ist, einen entsprechenden Zusammenhang. Und jetzt muss ich auf jeden Fall nochmal einen Punkt ansprechen, der sich in Verbindung mit Giftstoffen ganz, ganz häufig zeigt. Und das ist nämlich die Angst. Und die Angst, die löst in Bezug auf den Giftstoff sehr häufig einen Konflikt aus. Das ganz klassische Beispiel ist die Asbestlunge, die Asbestose als Krankheit, die ja scheinbar erst so nach 30, 40 Jahren sich zeigen soll. Es gibt keine Asbestose. Es ist nicht so, dass du durch das Asbest eine Asbestose bekommst. Es ist das Wissen, dass das schädlich, dass das krankmachend ist. Und dieses Bewusste oder vielleicht auch Unbewusste verknüpfst du damit. Das heißt, das Asbest ist für dich eine Konfliktschiene. Und damit bist du die ganze Zeit konfrontiert. Aber es ist ja dann auch nicht mehr nachzuweisen. Denn wenn das Ganze erst 30, 40 Jahre später dann bei dir ausbricht, na, dann war es damals das Asbest. Obwohl nichts zu finden ist. Es gab vielleicht Situationen, aber es gab auch viele, viele andere Situationen in den letzten 30, 40 Jahren und vor allem vielleicht in den letzten 4 bis 5 bis 6 Monaten, in denen sich ein Konflikt entwickelt hat, der die Lungen bzw. die Bronchien betreffend ist. Sodass du vielleicht den Schluss ziehst und natürlich auch der Schulmediziner, dass das am Asbest vor 30 Jahren gelegen haben muss. Also das sollte definitiv beachtet werden, weil dann wird auch sehr schnell klar, dass es zwar Vergiftungen, wie gesagt, gibt, aber dass die Ausmaße diesbezüglich wirklich verschwindend gering sind. Vielleicht hat dich das weitergebracht, weil du bisher tatsächlich davon ausgegangen bist, das muss ja ein Giftstoff sein, der mir da meine Symptome macht. Vielleicht denkst du mal darüber nach, ob es nicht vielleicht auch andere Situationen sind, die du in der Zwischenzeit erlebt hast und setz dich vielleicht auch mal mit den zwei verschiedenen Phasen beziehungsweise den drei Phasen der neuen Medizin, der germanischen neuen Heilkunde auseinander, um dahingehend auch mal zu sehen, was passiert in welcher Phase und könnte es sein, dass ich vielleicht vor 3 Monaten einen Konflikt diesbezüglich hatte, der jetzt in der Heilung ist und ich demnach die Symptome habe. Wenn du zu diesem Thema noch Fragen hast oder dir etwas unklar ist, dann kommentiere doch bitte in der Kommentarsektion unter dem Video. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich auch hier über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die eventuell immer wieder nur sagen, ja, ich muss ausleiten, es wird aber nie irgendetwas besser. Weil wenn man ausleitet und es besser wird, dann ist ja alles wunderbar. Dennoch würde ich eben nicht den 100%igen Zusammenhang, die Ursache, dann auch tatsächlich zur Ausleitung ziehen. Vor allem im Nachhinein betrachtet. Das ist immer schön und gut, wenn es jetzt jemandem gut geht. Aber wenn die Thematik, wenn entsprechend die Symptome dann vielleicht nach einem halben, dreiviertel Jahr wiederkommen, dann reden sich auch viele immer wieder ein, dass sie dann halt jetzt nochmal entgiften müssen. Und wenn es dann wieder besser wird, dann sollte spätestens klar sein, dass das eher in Gedanken stattfindet, als wirklich im Körper selbst.
Und wenn du jemanden kennst, der diesbezüglich schon einiges durch hat, dann teile diesen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach. Und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video oder jeden gestarteten Livestream von mir angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar.